Ja. Hast dreckig This gemacht. Is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Who tames blinding sunlight into a glowing flesh. Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Ja, sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deine Vampirsinne zu verbessern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vampyr. Ja, wir haben uns erschossen und irgendwie sind wir doch nicht tot. Warum bloß? Naja, kannst du dir ja jetzt wohl denken. Autophagie. Beginne mit der Auswahl der verfügbaren Fähigkeiten. Autophagie. Du verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Das heißt, wahrscheinlich Leben zurückbekommen. Hier, Punkte vergeben. Wähle die erste Stufe der Autophagie aus und gib eine ausreichende Menge EP aus, um sie freizuschalten. Ah, so wird das gemacht. Zack. Ah, wir haben 1060 EP. Du bist eine Stufe aufgestiegen, fühlst dich stärker. Du hast genügend EP, um eine Angriffsfähigkeit freizuschalten. Wähle eine aus und schalte sie frei. Schatten. Wir fangen von vorne an. Clown. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebenswesen vor dir aufschlitzt. Du wirfst einen Speer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen und denen deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Ich glaube, diese Kostensachen, die da drunter stehen, bedeutet, wie viel vielleicht irgendwelche Punkte das bedeutet? Sowas wie Mana? Na, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich finde den Schattennebel eigentlich ganz nett. Macht relativ viel Schaden, macht am meisten Schaden. Kostet aber auch am wenigsten, braucht aber am längsten, um aufzuladen. Bei vielen Gegnern macht das Sinn. Wie viel kostet das denn? 1000, genau die 1000, die wir brauchen. Das, hier gibt es anscheinend noch mehr. Das bleibt gleich. Die Schattenexplosion fügt mehr Schaden zu. Schatten konzentrieren sich in einem Bereich. Alle Ziele in diesem Bereich werden von Schattennadeln getroffen und bluten. Das Blut aus diesen Wunden wird direkt zum Vampir absorbiert. Natürlich auch gut. Wie sieht es denn hier aus? Du hast einen größeren Blutspeer, der Gegner vor dir durchbohren kann. Dieses wurde Geschoss verursacht noch größeren Schaden. Du fokussierst dich, erzeugst drei kleine Blutspeere und versuchst, alle Feinde vor dir zu treffen. Verglichen mit dem ursprünglichen Speer sind Reichweite und Schaden der einzelnen Speere geringer. Okay, und die Clown. Der Schnitt ins Fleisch deiner Haufe ist so tief, dass du mit jedem Treffer auf Blut aufnimmst. Das ist auch ganz nett. Und da du die Stärke der Clown zu nutzen gelernt hast, schockt dein Schlag nun deine Beute. Ich finde den Speer tatsächlich irgendwie am interessantesten. Nehmen wir den mal. Keine Ahnung. Wir können ja am Ende noch weiter scannen. Wähle jetzt Ausruhen, um deine Auswahl zu bestätigen. Hä? Wo ist denn Ausruhen? Ich schätze mal bestätigen. Okay. War richtig. Ja, wir wissen ja, was gestern passiert ist. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ja. Also, klar ist... Oh. Hey, Schillinge. Moin. Schön. Ja, hier ist eine Heizung. Kann man nicht irgendwie langsam... Oh, oh.
Erreiche North Bank. Okay. Die Frau ist weg. Ja, kannst du machen, was du willst. These people want me dead. I need to leave now. Ja. Wenn man ein Vampir ist, ist das wohl ein kleines Problem. Die Frau. Ich glaube, die greift uns gleich an. Okay. Aha, cool. Just good. Okay, wir können uns teleportieren anschauen. Ja, da sagst du was, Junge. Come on, you coward. Ja, ist ja gut. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Ja, moin. Oh. Ja, der hat einen Ab. Nebenwaffen. Nebenwaffen können durch Drücken von verwendet werden. Mit ihnen kannst du spezielle Angriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Okay, der Flock, der ist eine Zweitwaffe. Für was? Moment. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Okay. Ich muss nach London zurück. Oh. Schocken. Drücke, um deinen Flock zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Du kannst einen geschockten Feind beißen. Ja, moin. Drücke F, um einen geschockten Gegner zu beißen. Durch den Biss erhältst du Blut, das für Fähigkeiten trainiert und deinen Gesundheitsbalken aufhört. Okay. Dann komm her, Freund. Dann beißen wir dich mal. Na, dann schocken wir dich ein paar Mal, ha? Oh, wir können... Wir haben nur ein Blut und können... Wow. Ah, sagst du was. Moment mal. Den können wir... Oh, der ist ein bisschen... Ist der Stufe 4? Aha, ist das die Stufe, die da ist? Hallo? Ich wollte den beißen, danke. Ich wollte den... Danke. Ich kann nicht nochmal den Blutschwer machen. Doch, jetzt geht's. Ach, ich habe eine gewisse Zeit. Wow. Danke. Moin. Ja. Tschüss, Skin. Nimm das. Oh Gott. Ich glaube, man muss sogar bei einigen zweimal draufhauen. Sorry, ich konzentriere mich gerade voll auf den Kampf. Okay, und ich kann das Blut auch verwenden, um mich selber... Ja, wenn du so die Leute verprügelst, dann musst du dich gar nicht wundern, dass die Leute dich auch nicht mögen. Okay, der Bezirk ist stabil. Okay, was bedeutet das? Die Musik ist gruselig. Wobei ich diese Halb-Elektromusik nicht so pralle finde gerade. London Opinion. König und Vaterland brauchen sie. Schließen sie sich den britischen Truppen an und helfen sie unseren tapferen Jungs an der Front. Das heißt, wir spielen im Ersten Weltkrieg sogar schon. Your king and country need you. Join the British ranks and help the brave lads at the front. Okay. Das machen wir nicht. König und Vater, brauchen sie... Ja, okay, gut. Das ist halt abgerissen. Okay. Ja. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Ich quatsche nicht so viel in den... Habe ich gerade eine Ratte... Ich frage gar nicht. Okay. I cannot enter. Okay, wir können nicht rein. Gucken wir uns mal um. Okay, wir können Ratten aussaugen. It's locked. Okay, es ist... Was haben wir denn gerade nochmal bekommen? Okay, wir haben nur die Sachen. Wir haben noch ein paar Munition-Dingeling hier. Wie viel haben wir denn? Okay.
Wie können wir die denn auswählen? Das wurde uns jetzt... Mit T kann ich die? Nee, mit G dann. Nee. Nee, und T auch nicht. Kann ich... Ich kann die so nicht auswählen. Oder habe ich jetzt eine andere Feuerwaffen? Ah, Moment. Ja, klar. Das. Da. Zweite Hand. Und da kann ich den Revolver reinlegen. Okay, das heißt, ich könnte theoretisch... G. Nee. G. Hä? Drück G und er wechselt nicht. Ich gehe das nur im Kampf. Oder wir haben keine Munition. Ah, ja klar, wir können uns teleportieren. Ich habe mich gerade gefragt, wo wir lang müssen. Na. Wir können uns teleportieren. Das haben wir schon gelernt. Bisschen Geld mit dem. Wofür wir das Geld auch immer brauchen. Ja. Naja, gut. Vielleicht damit man nicht so leicht auffällt. Ich meine, wir haben jetzt nicht gerade die schönsten Sachen an. Wir sollten uns neu einkleiden oder so. What will London have to say to me? Ja, das ist eine gute Frage. It's locked, okay. Right. Also die. So many questions unanswered. Sag mal. Sag bloß, du lässt uns ja auch Soweit ich weiß, muss ja jeder Vampir ja einen. Sozusagen, einen Erschaffer ja auch haben, hat er ja auch gefragt. Okay. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Ja, besser wird's nicht. Bist ja in London. Glaubst denn du? Man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. Aha. Das ist, wir können die Leute aufspüren. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Aha, ja. Fresh blood. The smell is so strong. Oh Gott, ist das kompliziert. Okay. Okay, das ist cool gemacht. Irgendwo hier müsste das Blut sein. Geht es denn weiter? There is no one in sight. Hier? Auch nicht. Hier ist was. Where has everyone gone? Okay. Okay, ich muss gar nicht vorhalten. Guck mal, wie krass. Ich sehe sogar. I have this. Blood. Ich glaube, sollten wir lassen, die armen Ratten. Okay, aber wir können das definitiv. Oh. At last, a little life. Welcome, sir, to the turquoise turf. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No. Okay. Die müssten doch jetzt ganz dumme Fragen stellen. Erstmal, warum bist du so dreckig, Jung, mit Blut beschmiert? Zweitens, warum hast du Bisse da? Und drittens, warum siehst du aus, als ob du gerade... Ach, egal. Das wären zu viele Fragen. Oh Gott, Sir. You look like Jonah's whale. Just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. Okay, er fragt. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Okay, eine lange Nacht? Was meint er? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Morde. Über diese Morde, irgendwelche Anhaltspunkte. Ich frage erstmal über diese Morde. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Okay. Okay, also es gibt Morde und keiner weiß warum. Was ist das überhaupt für ein Ort? Where is this place? You're at my bar, sir. The Turquoise Turtle.
A last ray of light in this dangerous part of town. Sie haben die ganze Nacht geöffnet, das ist ja die Frage. Open all night. Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Okay. Und sie haben keine Angst, so, wenn so viele Morde passieren? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Ach so. Wir suchen jemanden. Suchen wir nach jemanden? Vielleicht die Frau? I'm looking for someone who might have passed through here. Ach, diese Blutspur. Entschuldigung. If you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Was? Okay, dann hat er halt Geld. Wie lange ist er hier? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Okay, und wer ist das? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Okay. Wir versuchen ihn mal zu treffen. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Alles gut. No funny business. Okay, sprechen wir erstmal mit den anderen. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Was ist hier los? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Okay. Wer ist diese Kanalratte, die ihr meint? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone. Blame the sewer dog, eh? Uh-huh. Ist das ein Märchen? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Also, er hat recht, dass oft die eigenen negativen Werte, ich mache ein bisschen mit der Maus rum, sonst geht das weg. Ich werde so ein bisschen auch mal kommentieren, was die sagen, weil ich finde das unglaublich interessant. Ich finde es spannend. Er sagt, wir haben uns Monster erschaffen, damit wir eigentlich nur unsere menschliche, ja, Fehlbarkeit, aber auch unser menschliches Böse irgendwie verdecken. Ich würde ihm vielleicht gar nicht mal so zustimmen, weil, also rein religiös gesehen ist es so, dass das Böse, jedenfalls in der christlichen Welt, irgendwann zu etwas, einem ganz bösen Gegenspieler wurde. Letztendlich ging es ja in erster Linie darum, es gab einen bösen Gegenspieler, die Versuchung an sich. Aber davon spricht er ja nicht hier. Also zum Beispiel, der Teufel ist kein Monster, sondern es ist quasi das Böse, was den Menschen dazu verführt. Und der Mensch geht darauf ein. Ne? Und später wurde dann eben dieser Höllen, diese Höllenidee geboren, aber die kam ja erst relativ spät im Christentum. Und natürlich gibt es immer wieder irgendwelche bösen Geister, die einen Heim suchen und so weiter. Und das ist schwierig zu sagen, ob es von Naturphänomenen her stammt, die dann eben rein, ja, wo dann eben dieses Monster hineingedacht wurde. Also keine Ahnung, jemand ist verstorben und das Licht flackert, ist man häufig auf die Idee gekommen, ja, der Geist schwirrt da irgendwo rum. Ich würde das gar nicht mal so eng nehmen. Ich würde eigentlich sagen, dass es so etwas wie einen Geist gibt, den der Mensch dann aushaucht. Aber dass das Flackern
letztendlich einfach nur, man nimmt es plötzlich wahr. So, ne, man merkt so, es muss jetzt irgendetwas passieren. Also ich glaube, dass dieses Phänomen vorher schon existiert hat, aber es danach erst bei irgendetwas bewusst wahrgenommen wird. Zum Beispiel als das Böse, als ein Geist oder sonst was. Was aber nicht dem entgegensteht, dass es zum Beispiel so etwas wie das Böse gibt oder einen Geist gibt. Sondern nur wir interpretieren dann was hinein. Zum Beispiel, wenn ein Mensch stirbt und wenn man die Person noch auf dem Totenbett sieht, dann sieht man, da hat man das Gefühl, dass diese Person zum Beispiel noch atmet, weil wir das logischerweise erwarten. Toll, jetzt ist doch Menü aufgegangen. Und ich glaube, das ist genauso wie bei dem Bösen. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie das Böse ist. Deswegen interpretieren wir in alles was hinein. Was natürlich voraussetzt, dass wir dem Bösen begegnen müssen. Und vielleicht sind wir dem Bösen ja nie begegnet. Aber das ist, wie gesagt, Spielerei jetzt gerade. Ist überhaupt jemand in diese Bar gekommen? Wir haben ja erfahren, aber wir fragen ihn doch nochmal. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Hat er auch wieder recht. I'll leave you to your bottle then. Jo, was ich übrigens auch noch sagen wollte, der Mensch selber macht Böses, ja klar. Würde ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, auch Gott macht in Anführungsstrichen Böses. Zum Beispiel Theodic C-Frage ist immer, ja, wie kann es ein guter Gott sein? Ich sage, es gibt keinen guten Gott, weil wir Menschen gerne etwas hineininterpretieren in die Taten. Zum Beispiel, wenn ein Mensch stirbt, bewerten viele das Sterben als negativ. Aber wenn ein Mensch gelitten hat, dann ist das Sterben wiederum auch Erlösung, also für den Menschen selbst, ne? Und deswegen, die Sache an sich ist nicht positiv oder negativ, sondern die Bewertung des Menschen ist positiv oder negativ. Und das ist das Problem. Deswegen muss ein Tod nicht immer schrecklich sein. Sprechen wir noch einmal mit ihr? Oder das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.